Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2022. Mein Team, und heute geht's rein nach Monza ins Rennen. Wir haben uns, glaube ich, auf, besser gesagt, für die, glaube ich, fünfte Startposition qualifiziert. Es ist wieder einmal Zeit für den großen Preis von Italien, hier auf dem allseits beliebten und legendären Autodromo Nazionale di Monza. Hier gibt es von allen Strecken der Saison am wenigsten Abtrieb und Luftwiderstand. Also können Sie sich darauf einstellen, dass die Fahrer den Windschatten nutzen werden, so gut sie können. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 346 Stundenkilometern kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Ja, Windschatten überholen ist nicht. DRS. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Okay, wie Charles ist die Finalaufstellung? Die habe ich ja auch schon wieder halb vergessen. Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen hinter Perez. Sainz. Ah, die, okay, direkt. Daniel, also nicht direkt, aber Hülkenberg, schräg hintereinander. Fernando Alonso, Russell, Ocon und Daniel Ricciardo. Norris. Come on, ein bisschen gucken auf Mick. Pierre sehr Gasly, schön, 12. Platz. Und Magnussen, Hamilton, Albon. Latifi letzter. Joe und Lance Stroll. Bottas, Vettel, Latifi und Yuki Tsunoda. Okay, Strafe, das zählt nicht. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast Latifi eigentlich sind, wird es letzter zur Strecke zu schalten. Gleich geht's los mit dem Rennstart. Vorher allerdings noch eine Frage an dich, Stefan Römer. Welche Strategien sind beim heutigen Event zu erwarten? Es gibt eine Menge zu beachten, wenn der Fahrer und sein Team in ein Rennen gehen. Reifenmanagement, Benzinmanagement, ERS-Management. Die Liste ließe sich ewig fortführen. Doch ich denke, der Schlüssel für den Sieg heute liegt darin, wie die Fahrer sich ihre Boxenstopp-Strategie zunutze machen. Gehen Sie zu früh in die Box, müssen Sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Warten Sie zu lange, haben Sie für den Großteil des Rennens einen Nachteil. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Schade, dass es dieses Mal unten links bei dem Intro-Video kein Funfact gab. Schade, schade. Aber Feature, was mir wieder eingefallen ist, mit Dreieck für personalisierte Strategie. Darauf beruht von den Daten, die man im Training, bei den Trainingsprogrammen abgehandelt hat. Aber warum sollte ich den Medium-Reifen genauso lang fahren wie den harten Reifen? Das macht irgendwie wenig Sinn. Ich belasse die alte Strategie, das ist mir irgendwie zu ulkig. Sonst Benzin 27 Runden, da packen wir sicherheitshalber mal 28 ein. Und da sind wir ready to go. Ah, Ferrari noch mit der Special-Lackierung. Okay, wie war das Losfahren? Ich glaube, ab dem 11. Oktober die Reifen ordentlich aufwärmen. Fliegt die Special-Lackierung wieder aus dem Spiel. Dann nächstes Rennen ist ja dann schon Singapur und dann müsste ich auch, dann müsste die Ferrari-Lackierung weg sein, wenn ich ne, den Bums aufnehme. Aber dann müsste die Special-Lackierung von McLaren dabei sein. Das ist eine wunderschöne lila Akzent. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Die Reifen sehen gut aus, bisschen Hinterachse. Und die wird auch schnell warm. Übrigens, ich will es noch nicht prophezeien, aber Thema Headset knacken. Ja, dass meine Stimme ein bisschen übersteuert hat. Oder nicht übersteuern war das nicht. Das war einfach nur ein 1A-Knacken. Das war jetzt in der Qualifying-Folge zu 100% weg.
aber meine Stimme war in manchen Sätzen abgehackt. Also da wurde nicht alles übertragen. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen was verändert und ich hoffe, man hört mich wieder komplett und das Knacken bleibt weg. Wow, das war gruselig. Besser stehen. Es ist Spots. Wichtig, dass du... Kann ich zurücksetzen? Wow, ich kann sogar zurücksetzen. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Das war eigentlich eher so ein Gag, aber man kann tatsächlich eine Einführungsrunde zurücksetzen. Also, ja, man kann die Einführungsrunde zurücksetzen. Schön, ja, komm, das nehme ich. Gut wegzukommen, wenn es losgeht. Das war übrigens zuerst lila und dann wurde es wieder grün. Ich wurde wieder ein bisschen gescammt. Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position. Aber dass man hier noch zurücksetzen kann, interessant. Ja. Wir brauchen da hinten der Letzte. Oh Gott. Oh, wow, ist das schnell. Oh, ist er langsam. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Okay, wir sind ein bisschen vielleicht on track bleiben. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Reifen sind noch in gutem Zustand. Ich habe immer Angst bei dem kleinsten Austritt, dass mein Unterboden kaputt geht. Ja, schön mit den nagelneuen Teilen über Homodus komplett ausloten. Jetzt gefühlt fast alles neue Teile. Zum Teil sind sie halt wirklich nagelneu. Das war spät gebremst. Russell vorbei an Hulk. Was ist da los? Übrigens, Fun Fact. Nico Hülkenberg hatte mal, als er 19 Jahre alt war, so Pi mal Daumen 19, ein Gespräch zum, okay, wir müssen zum Rennfahrer. Überholen. Bei der Red Bull Abteilung. Da hatte er ein Gespräch mit Dr. Helmut Marko. Und Dr. Helmut Marko, Marko hat ihn damals hier nach Hause geschickt, weil er keinen Lebenslauf dabei hatte. Das war schon lustig, aber gut. Dr. Helmut Marko ist auch ein alter Mann. Der hat seine Prinzipien. Das ist noch die sogenannte alte Schule. Man könnte man fast meinen, die gute Schule. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter den Wagen was passiert da vorne? In der DRS-Zone bist. Okay, Red Bull. Es ist gerade wie in der Realität. Ferrari krasser in Qualifying, aber Red Bull einfach im Rennen besser. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Ist noch alles gut? Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Ich bin mir jetzt schon sicher,
Ich habe ein Problem, nur das ist wieder so gering, aber trotzdem beeinflussend, dass mir das nicht angezeigt wird. Aber ich habe eins. So, ja, das Auto ist gut, alles wird grün angezeigt und dann nach Rennen steht da, ja, 40.000 Schaden muss ich noch zahlen. Doppelführung Red Bull. Verstappen hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Yes. Oh, Leclerc wieder vorbei an Perez. Ich aber vorbei an Sainz. Aber Hülk kommt nicht vorbei an Russell. Ich habe jetzt schon wieder Angst um den Benzinstand. Bin ja mit 1,01 gestartet. Bin schon bei 0,95. Oh, ich krieg die S. Gerade so gereicht haben. Dieser im Training habe ich es geschafft, wo ich nach der Ascari da rechts auf den AstroTurf hinter, ne, die grüne Reihe hinterm Curb draufgefahren bin, dass ich mir dadurch schon einen Schaden zugezogen habe. Oh, Alfa Romeo ist langsam. Nennt man das Gegengraden? Weil die Gegengrade ist eigentlich die Gerade, die wir gerade gefahren haben. Oh, sieht aus wie ein Reifenschaden? Weil der tuckert da richtig langsam umher. Den könnten wir gleich überrunden. Ah, ne, ja. Mechanischer Defekt. Hat sich nur zur nächsten Rettungsgasse geschliffen. Ja. Gibt es jetzt Pulkus Yellow oder portet er sich weg? Haben sie hier in Monza auch diese Fortschritt-Technologie wie in Sanford? Mit, oh, Auto ist weg. Auf einmal weggeploppt. Binnen einer Runde. Wow, was war das denn? Scheiße, guck nach hinten, ich muss auf Angriffsposition gehen. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, Vollgas! Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Keine Reifenprobleme zurzeit, konzentrier dich aufs Fahren. Da vorne gibt es weiter Backenfutter. Während wir hier mit 352 hinterherballern. Als Kameramann, Kamerafahrzeug. Wie damals beim Film Le Mans. Wer den Film nicht kennt? Riesenhit. Von Steve McQueen. Da haben sie auch. Es dreht sich um Le Mans 1971. Aber die Szenen dazu haben sie beim richtigen Rennen, beim echten Le Mans-Rennen 1970 aufgenommen. Hat auch damals den Porsche 917 als Kamerafahrzeug eingesetzt. Und naja, weil er als Kamerafahrzeug gewertet wurde, und er trotzdem ins Ziel kam, als, ich glaube, insgesamt Siebter oder sowas, wurde er halt aus der Wertung rausgenommen. Aber schon verrückt. Auch das Making-of ist halt ganz geil. Wenn sie dann erklären mit, ja, da haben wir eine Kamera entwickelt, die an der Front positioniert ist und seitlich rausguckt. Und wenn man dann beim Film ein Fahrzeug gegen das Heck anditschen, dreht sich die Kamera zur Seite und wir können beim Vorbeifahren die Seite des Fahrzeuges aufnehmen. So, das war komplett verrückt.
Man filmt das Heck. Kamera ditcht das Heck an. Bewusst. Da profitiere ich aber von. Holy shit. Durch die Anditschen dreht sich die Konstruktion an die Seite und man filmt die Seite. Mega. 1971, auch das Jahr, wo übrigens der besagte Helmut Marko Le Mans gewonnen hat. Also wirklich die goldene Zeit des Motorsports. Wie auch der gleichnamige Podcast, den ich auch jenen empfehlen kann, wo es halt um die alte Schule geht. Wo dann ganz viele Legenden von damals interviewt werden. So, ihr könnt euch da hinten weiter die Gesichter anhauen. Ich hau ab. Übrigens, Benzin ist jetzt doch nicht so schlimm. 0,92 von 0,95, das geht. Verstappen vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,4. Wir fahren pro Runde circa 4 Zehntel zurück. Ja, es war ja noch im kompletten Battle-Manöver. Der Rückstand erzählt nicht. Die Frage ist, wo ist der Hück? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 7. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,6. Wie konnte er denn so durchgereicht werden? Er konnte an Russell einfach nicht näher dran. Russell ist auch im... Es könnte sein, dass er im DRS-Train ist. Oh Gott, ich muss gegen Checo. Nee, muss ich nicht. Doch weit genug weg, damit ich nicht auf Verteidigungskurs fahren muss. Aber ich habe gerade die Sogkraft mit DRS gegen ohne DRS komplett unterschätzt. Gerade noch gedacht, ja, weit genug weg. Guck ich nochmal hin. Oh, scheiße. Problem. Am Monster kann ich einfach. Ich glaube, ich auch in der Assetto Corsa unter Beweis gestellt. Monster ist einfach eine Strecke, ich mag die. Viel Vollgas, viel Motorspielerei. Nicht viele Kurven, aber die muss dafür umso besser beherrschen, weil ja, wo will man es dann gut machen? Ne? Was mir ja schon wieder zu einer kleinen Geschichte führt. Kein DRS, mach dich vor meinem Heck. Was eine beliebte Reporterfrage ist bei den 24 Stunden der Nordschleife oder auch NLS. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Mit, wo dann immer die Fahrer gefragt werden mit. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Hier Nordschleife und dann auf den Grand Prix-Kurs weiterfahren. Ja, 20 Kilometer Nordschleife und. Oh Gott. Und knapp 6 Kilometer Grand Prix-Kurs. Grand Prix-Kurs habe ich jetzt nicht so im Kopf, wie lange der ist. Dann heißt es immer, könnt ihr euch Fahrer denn nicht, ihr könnt euch doch dann irgendwie beim Grand Prix-Kurs ein bisschen ausruhen. Ja, weil ihr habt ja eine breitere Strecke, mehr Auslaufzone. Ist doch eigentlich entspannter. Aber dann die Antwort, die jeder Rennfahrer gibt, ist dann theoretisch schon. Aber die Zeit, die du auf dem Grand Prix-Kurs verlierst, musst du dann aber auf der Nordschleife wieder einholen. Das ist dann noch ein bisschen kniffliger. Also eigentlich braucht man überall volle Konzentration. Und gerade hier bei einer Strecke, wo es nur so wenig Kurven gibt, gibt es auch wenig Kurven, um die Zeit gut zu machen. Das heißt, weil viel Platz oder viel Strecke zum Gutmachen hat man nicht.
Verstappen liegt vor dir. Wir haben noch mal kurz gewartet, damit die Rundenzeit aktualisiert wird. Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:23,5. Du holst 4 Zehntel pro Runde auf. Oh. It's winnable. Upsi. Perez hat wahrscheinlich nur dann wieder die schnellste Runde erfahren, weil ich bin an sich zu schnell für ihn. Aber durch meinen Windschatten kommt er auf die Geradenaktion daran, dass er dann die schnellste Zeit erfahren hat. Fahrinfos zu Russell. Es scheint, er hat ein Problem. Okay, Hülki, du kannst vorbei. Russell, dem geht's nicht gut. Wo ist Hülki? Grüne Flagge. Okay, Russell hat den F. Hoffentlich ist Hülki nicht reingerasselt. Der war direkt hinter Russell. Ich habe den gerade auf der Karte gesucht. Wo ist der schwarze Punkt? Und dann gerade, wo es gelb wurde, ist er aus dem petrolblauen, Petronas-blaufarbenen Punkt ist jetzt für dich offen. Rausgekommen. Oh Gott, das war super schlecht. Das war super, super schlecht. Aber die gelbe Flagge verwirrt mich da. Die ist jetzt weg. Oh Gott. Zum Glück habe ich unabsichtlich zu früh gebremst, weil ich kam auf die Grasnarbe und dadurch hat sich mein Bremsweg verzögert. Ja, ich fahr rein. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das Taschengetränk, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sieht aus wie ein gefälschtes Produkt von Cola Plus Orange. Ich kam nicht auf den Originalnamen. Großartiger Boxenstopp. 2-4, ja, es geht. Als wir dachten. Das geht, auch alle kamen rein. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Kommt eine Gang. Und Leclerc ist einfach mittendrin rausgekommen. Da habe ich es ein bisschen minimal besser erwischt. Ich habe mittlerweile irgendwie so SSCH-Schwierigkeiten. Unangenehm. Ich musste ja früher schon mal zu der Logopädie, wie nennt man das so? Weil ich immer Probleme hatte mit zum Beispiel Wörter wie eine Kirche und eine Kirsche. Da hatte ich wirklich mal Schwierigkeiten. Es kommt wieder. Diesmal ist es das S und das SCH. Aber es war ein wirklich seltsamer Unterricht, den ich damals hatte. Ich habe einen Korb geflechtet. Ich weiß nicht, wie das mein sprachliches Talent gefördert hat. Aber ich bin kein Ausgebildeter. Abstand zum Auto kein, vor dir beträgt 7,7 Sekunden. Kommt alles aus der Base. Aus der Base. Ich hab schon wieder Ego-Shooter gespielt. Hört man das? Ist eigentlich eine dicke Lüge, ich habe keine Ego-Shooter gespielt. Aber ich hätte mir wieder Bock auf einen. Aber es gibt keine guten. Momentan. Übrigens, Perez hat mich dick geovercuttet.
Der Wagen vor dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Weil dafür habe ich schon Temperatur drin, er noch nicht. Und meine Reifen halten dann dementsprechend aber auch eine Runde länger. Upsi. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Immer noch das Gefühl, dass ich einen Unterbodenschaden habe. Lilaner mittlerer Sektor. Wie zum Teufel geht das? Letztes Mal gucken, habe ich anscheinend gut hinbekommen. Und da ist ein Haas in der zweiten Schikane am Stehen. Er fährt wieder weiter. Aber wahrscheinlich ein Spinaler. Das haben wir von Haas schon mal gesehen hier in der Karriere. Ja, doch. Bye, have a great time.